Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mir überlegt, ich mache mal so einen kleinen Leitfaden durch die vielen Videos auf meinem Kanal. Und Thema dieses Leitfadens ist, wie ihr mit meinen Videos zu einem positiveren Lebensgefühl kommen könnt. Und zum ersten habe ich da die große Rubrik der Quick-Tipps. Die Quick-Tipps sind für dich persönlich als Mama, für deine Kinder, deine Familie, deinen Alltag, was du an Kleinigkeiten tun kannst, um einfach zu einem positiveren Lebensgefühl zu kommen. Das sind so kleine Hacks, die ich als Mama weitergeben möchte. Dann habe ich aber auch noch ganz konkrete Tipps für euch Mamas, wie zum Beispiel das Video, wie man sich als Mama in seinem Alltag Auszeiten schaffen kann. Das verlinke ich euch sehr gerne nochmal hier oben. Und diese Zeit, die ihr dann für euch geblockt habt, die eure Mama-Auszeit ist. Was könnt ihr in dieser Zeit tun? Ihr könntet zum Beispiel meditieren und da gibt es eine ganze Playlist von mir mit Meditationen, die ich aufgenommen habe. Da ist auch eine Meditations-Challenge dabei. Über 21 Tage geht die. Also wenn ihr noch Meditationsanfänger seid, dann könnt ihr mit denen sehr, sehr gerne starten. Die sind für Anfänger geeignet. Ansonsten gibt es ja auch meinen Audiokurs Meditieren lernen für Einsteiger, wenn ihr da mal reinschnuppern wollt. Ansonsten habe ich auch sehr, sehr viele Challenges zu mitmachen und mache da ja auch immer wieder neue. Aktuell mache ich ja wirklich auch jeden Monat gerade eine 30-Tage-Challenge zu mitmachen. Es gibt auch immer wieder, ich glaube so alle 6 Wochen mache ich das ungefähr, bei meinen Coaching-Impulsen via WhatsApp Challenges mit euch zu den verschiedensten Themen. Das startet übrigens bald auch wieder eine, also falls ihr da noch nicht angemeldet seid, dann holt es gerne noch nach. Den Link zur Anmeldung findet ihr unten in der Infobox. Es gibt auch eine ganze Playlist mit dem Titel Chakra-Kunde. Ich bin ein großer Fan von der Chakra-Arbeit. Die Chakren, das sind Energiezentren in unserem Körper und wenn die blockiert sind, wenn die nicht richtig von Energie durchflutet werden können, dann haben wir einen Mangel in diversen Dingen in unserem Leben oder negative Gefühle, negative Eigenschaften, die zutage treten. Und aktuell machen wir gerade eine Chakra-Challenge. Die geht wirklich 7 Monate lang, weil wir uns einen Monat immer mit einem Chakra beschäftigen. Und es gibt nun mal 7 Chakren. Aktuell sind wir gerade beim Wurzelchakra und starten bald mit dem 2. Chakra, dem Sakralchakra. Also wenn du da Lust hast, mal reinzuschnuppern, dann sieh dir sehr gerne mal die Playlist mit meiner Chakra-Kunde an. Und ansonsten gibt es auch noch die farbenfrohe Stunde. Also das sind wirklich auch immer sehr, sehr lange Videos. Das ist wie so eine Art Sprechstunde, habe ich das aufgebaut. Ihr könnt mir da immer im Vorfeld Fragen stellen, was euch in eurem Mama-Alltag vielleicht gerade belastet, wo ihr einen Tipp braucht, einen Ratschlag braucht. Und diese Fragen beantworte ich dann immer in der farbenfrohen Stunde. Da ist, glaube ich, auch für den einen oder anderen ein guter Tipp oder guter Hinweis mit dabei. Ansonsten habt ihr jederzeit die Möglichkeit, Videowünsche zu äußern oder mir eine Nachricht zu schreiben, wo es bei euch gerade hakt, wo ihr vielleicht gerne den einen oder anderen Tipp hättet. Ich hoffe, das war so ein kurzer Überblick, ein kurzer Leitfaden darüber, was es auf meinem Kanal so zu sehen gibt, was ihr euch so anschauen könnt. Natürlich gibt es auch Vlogs zur reinen Unterhaltung und auch Produktvorstellungen, weil wir sind hier nun mal ein Mama-Kanal und da darf es auch sowas geben. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!